Eine Ratte. Nein. Rot. Da. Du bist Prio 4. Also ich bin jetzt Prio 3, Gott sei Dank, durch meinen Job. Aber wie gesagt, ich habe die Prio seit 3 Wochen und ich finde keinen Impftermin. Und das ist so frustrierend, weil demnächst wird es ja wahrscheinlich für alle freigegeben, ohne Prio. Dann kriegst du erst recht keinen Termin mehr. Das ist... Das nervt mich aktuell sehr. Die ganze Zeit, jeden Tag am Gucken bin, dass ich einen Termin finde, aber... nix da. Die haben gesagt, die haben heute früh in meinem Landkreis 36.000 neue Impftermine freigeschalten. Die waren innerhalb von 2 Stunden vergeben. Das ist schlimmer, als teilweise an Konzertkarten zu kommen, die dann innerhalb von 30 Minuten ausverkauft sind. Nein. Ich bin so blöd. War nichts passiert. Erst muss ich hier einen rüberschwingen. Nee, hier kannst du nicht schwingen. Hier ist nichts, wo ich mich festhalten kann. Okay. Mal so ein Ding. Muss ich ja, glaube ich, nochmal genau so lösen, das Problem, oder? Autsch. So, ich bin dafür, dass wir es hier bald mal geschafft haben. Wie hoch sollen wir denn noch? Das ist ja ein mega Hochhaus hier. Bei mir in der Stadt sind die relativ fix mit dem Impfen. Da bin ich aktuell noch optimistisch. Es gibt ellenlange Wartelisten, wo man sich draufsetzen lassen kann. Also bei dem... Die Option, die wir hier in meinem Bundesland haben, da gibt es nicht wirklich... Also du kannst dich bei deinem Hausarzt jetzt auf die Warteliste setzen lassen. Das möchte ich aber nicht, weil ich dann dafür Minusstunden mache auf Arbeit und das sehe ich nicht ein. Und dieses Portal, was wir sonst haben, da gibt es nicht wirklich eine Warteschlange. Du musst halt gucken, wenn du einen Termin möchtest, klickst du an, du möchtest einen Termin. Und dann entweder du hast Glück und wirst direkt weitergeleitet und kannst auswählen, welches Impfzentrum wo du gern hin möchtest. Ich habe sogar 2 zur Auswahl bei mir. Aber ich kriege bei beiden keine Termine und meistens ist es sogar so, dass wenn ich klicke auf ich möchte gern einen Termin, da steht einfach nur da, ja, bitte lassen Sie die Seite offen, sobald Kapazitäten frei werden, werden Sie weitergeleitet. Das habe ich heute während der Arbeitszeit mal wieder getan. Ich hatte 3 Stunden lang diese hässliche Internetseite offen, bis ich mal weitergeleitet wurde zur Wahl meines Wunschimpfzentrums. Und dann war bei beiden keine Termine verfügbar. Also... Es ist zum Kotzen, ist das. Wirklich, das regt mich richtig auf. Da bist du endlich dran und darfst dich endlich impfen lassen. Und dann... Das wird Abstand der einfachere Weg gewesen. Wir haben zwar jetzt hier oben diesen Pöpsel da nicht bekommen, aber wir haben schon viele verpasst. Sonst kannst du das online vergessen, Termine zu machen. Dann kriegst du nur einen Termin, wenn du anrufst. Ja, bei uns sagen sie schon, du sollst nicht anrufen, weil du kriegst da genauso keinen Termin. Die sagen, beim Hausarzt auf die Warteliste setzen lassen. Aber dass nicht jeder Mensch das Glück hat, dass er von der Arbeit freigestellt wird dafür oder wie auch immer. Das bringt mir halt nichts. Weil mein Hausarzt ist hier in der Stadt, wo ich wohne. muss aber ans andere Ende der Stadt. So, dann fahre ich mit dem Bus erst dorthin, dann werde ich am Ende geimpft, dann muss ich von dort wieder in die Innenstadt, um den anderen Bus zu bekommen, zu meinem Arbeitsplatz, und der Bus fährt nur stündlich. Ich würde mindestens 3 Minusstunden machen, dafür, dass ich geimpft werde. Und das ist... ja... das sehe ich irgendwie nicht ein. Dafür habe ich noch nicht so viele Plusstunden, dass mir das nichts ausmachen würde. Daran. Ich muss mit einem von beiden, glaube ich, hier rüber. Mal immer dort oben dagegen. So, jetzt haben wir blau oben. Jetzt muss aber rot. Hä? Mit Rot nach links. Oh. Ja. Habe ich, glaube ich, genau in dem Moment gemacht, wo du es geschrieben hast, Susi. Aber danke fürs Mitdenken. Mein Kopf ist langsam voll. Was? Nur drüber kommen. Ah! Langsam wird es schwer, ja, und später. Uah! Warum sind wir überhaupt hier in so einem Häcksler? Oh. Genau dazwischen gesprungen. Gott. Voll gut. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, es ist einfach nur Glück. Ah, nein, und das war Pech. Dass ich mich da so weit gedreht habe. Ah. Ziehe ich nochmal Sachen. Oh. Jetzt bin ich alleine, das ist auch doof. Also schon zusammen rüber. So, hier geht's. So, ich dachte, ich lande dort oben. Aber ich muss sagen, die Level, die haben sich echt was dabei gedacht. Das ist schon echt schön. Ah! Oh nein! Auf den Stempel? Eingesperrt.